World of Tanks, powered by Wargaming. Panzermodell Excelsior. Herzlich willkommen zurück, Internet und YouTube. Hier ist wieder euer Jin Ayotsawa und heute ist bei mir dabei der Reaper Harbinger. Hallo Reaper Harbinger. Hi. So, wir haben heute hier die Excelsior für euch. Beziehungsweise bei mir die Excelsior und beim Reaper Harbinger ist es ebenfalls der Excelsior, das heißt, wir haben einen Zweierzug mit Excelsior. Zu den Schwachstellen der Excelsior. Das sind wie üblich das MG in der Front, sowohl als auch die Klappe links daneben. Jetzt zoome ich mal etwas ran. Die untere Wanne ist schwer zu treffen, da sie nur relativ klein ist bei diesem Panzer. Das heißt, sehr schwer ranzukommen. Die üblichen Panzerungen, hier sind die Winkelspiegel. An der Kanone, der Ausguck, generell der vertiefte Teil hier vorne an der Blende. Da kommt man immer durch, das ist eine generelle Schwachstelle. Die Winkelspiegel oben hatten wir. Die Front hier oben, die leicht angeschrägte, ist auch eine Trefferzone. So, dann wollen wir uns mal zur Seite drehen. Die Seite ist generell so aufgeteilt. Der Motor sitzt hier hinten. Der Treibstofftank auch. Genauso ist es, dieser Seitenauswurf hier ist definitiv eine Schwachstelle. Die Seite ist generell eine Schwachstelle bei einem Panzer, das weiß aber auch jeder. Des Weiteren der Patronenauswurf oben am Turm. Hier sitzt das Amorek und schräg darunter sitzt das Amorek. Das heißt, vom Turm schräg runter angewinkelt sitzt das Amorek, nach links in diesem Fall. So, dann wollen wir mal nochmal weiter drehen. Generell hier hinten der Treibstofftank mitsamt dem Motor hier in der Mitte, sowohl als auch hier der Auspuff sichtbar. Diese leichten Anschrägungen hier links und rechts, Entschuldigung. Sowohl als auch hier unten die kleinere Wanne und der Turm hinten, der allerdings ziemlich stark gepanzert ist, was man hier oben sieht. Von hinten. Was wir auch wissen ist, dass Panzer generell oben drauf, sowohl als auch auf der gesamten Oberfläche, nicht gepanzert sind. Das gilt ebenso für alles, was sich hier unterhalb dieses Panzers befindet. Denn Panzer sind unterhalb nur sehr schwach gepanzert. Deswegen, wenn ihr mit HE schießt, schießt unter die Front auf den Boden, damit es nach oben splasht und unter dem Panzer Damage verursacht. Das ist ein kleiner Tipp. Ja, was ist noch so Wunderschönes über diesen Panzer zu berichten? Er ist halt ziemlich günstig. Er kostet nicht besonders viel. Das können wir hier auch mal nachgucken unter Forschung. Dann muss ich das Fenster runter machen. Dann gehen wir hier zu den Briten. Und da sieht man dann hier den Excelsior. Der kostet 1500 Gold. Das sind umgerechnet so um die 7-8 Euro. Und damit ist das eigentlich ein relativ guter Panzer, wenn man einsteigen will. Denn auch dieser Panzer, obwohl er ein Stufe 5er Panzer ist, macht seine Credits. Jetzt haben wir eine Zugeinladung gekriegt vom Dition. Die lehnen wir jetzt aber mal ab. Sorry Dition, wir sind gerade in einem Let's Play hier. Beziehungsweise Let's Show. Ja, dann haben wir noch die Matilda Black Primes, den AT-15A, wenn man mehr Geld ausgeben will, sieht man aber auch. Aber den Panzer wollen wir heute nicht vorstellen. Man sieht, die Crew ist noch relativ neu, die habe ich noch nicht allzu lange. Das heißt, da sind auch noch Verbesserungen anzunehmen. Meine Excelsior hat einen Ansetzer, sonst noch keine Upgrades, sowohl als auch immer das Mini-Bag. Sowohl als auch das Reparaturkit für die Ketten, sowohl als auch den Feuerlöscher. Und jetzt hat der Dition hier wieder eine Anfrage gestellt. Ja, hier sehen wir dann die Struktur 670, hier sehen wir die Motorleistung, hier sehen wir die ganzen Werte. Ich werde jetzt noch einen Moment warten. An dieser Stelle könnt ihr wie immer das Video pausieren und euch diese Werte einfach mal anschauen. Und dann würde ich sagen, Reaper Harbinger, starten wir ganz einfach mal, ne? Ja, würde ich auch vorschlagen. Es ist immer die technischen Details am Anfang. Die kann man auch im Video überspringen, die muss man sich nicht angucken, sollte man aber.
Man sieht auch, dass die Excelsior genauso wie die Churchill 3 meistens immer Top-Tier ist. Sie ist meistens immer ganz oben und ganz selten in 6er-Fights drinne. Oder 7er-Fights, das nur abends, wenn dann halt wirklich die Zeit so spät ist und der Matchmaker dann nichts anderes mehr einsortieren kann. Die Abprallwerte sind bei der Excelsior auch ganz gut. Das kann sicher der Reaper Harbinger auch bestätigen. Ja, also ab und zu sind sie auch bei mir. Kommt darauf an, wie man sich jetzt anwinkelt, wie man sich hinstellt und so. Ja. Die Winkelung ist ganz normal bei diesem Panzer, wie bei allen anderen auch. 10 bis 15 Grad. Danke A20, das kostet wieder Reparatur. Jetzt schauen wir hier erstmal, wo die hinfahren. Man sieht schon wieder, dass hier, ich mache die Minimap mal groß, das geht so schön, in dem Diklovid Modpack. Ein sehr guter Mann, der Diklovid. Ich bedanke mich auch in diesem Video für das Modpack, für das Wunderschöne. Man sieht jetzt, dass die linke Seite wieder komplett offen ist. Das heißt, die können von hier direkt rumraschen. Und zur Basis. Deswegen werden wir beide uns da jetzt mal drum kümmern. Als Heavy Tanks. Das sollten wir eigentlich hinbekommen. Aber wir haben auch eine Unterstützung von der KV-1 und Wolverine, also. Ja, bloß man muss jetzt auch mal bedenken, dass die Mitte da jetzt natürlich ziemlich ungedeckt ist. Ja. Aber da sieht man auch nur einen Scout in der Mitte. Minimap können wir nochmal groß machen. Und der T-46, der hier Rambo macht. Das sind aber relativ kleine Panzer, das heißt, das sind noch relativ unerfahrene Leute. Wir befinden uns wie immer in einem Fünferfight, das heißt, da haben die Leute noch nicht die große Erfahrung. Wir natürlich schon, weil wir sind normalerweise keine Fünfer. Man muss auch sagen, dass da welche neu anfangen, also beziehungsweise genau. Neue Panzer rein anfangen. Das heißt, manche haben auch Erfahrung. Ja, das zum Beispiel auch. Leute, die halt neue Panzer anfangen, neue Reihen starten. Also es sind nicht immer nur Neuanfänge. Ja gut, also in den meisten Fällen sind es wirklich Neuanfänger, die halt das Spiel zum ersten Mal gedownloadet haben. Weil es dauert ja auch eine gewisse Zeit, bis man praktisch eine Reihe bis 10 gefahren hat. Das ja, liegt aber das auch wieder daran, wenn man Premium hat, kriegt man 50% mehr Erfahrung und alles andere. Das habe ich in meinen anderen Videos schon so oft gesagt, man sollte bei so einem Spiel wie bei World of Tanks nicht am 10er sparen. Der lohnt sich. Team? Wieder mal. Es gibt genug andere Spiele, wo man für einen 10er so gut wie gar nichts bekommt. Da hat man gerade gesehen, dass der PZ4D bei mir abgeprallt ist und. Ich kann ja jetzt mal versuchen, ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt. Aber ich versuche den jetzt mal in den Rücken zu fallen. Da hat man gerade bei mir schön gesehen, dass der PZ4D und dass der Churchill 3 bei mir abgeprallt sind, wenn man sich richtig hinstellt. Das ist natürlich eine Churchill. Ja, die nehmen wir gerade auseinander. Da verstecken wir jetzt hier unsere Front wieder. Na, KV-1, lässt du mich mal bitte, Dankeschön. Und das war ein Abpraller? Yep. Der hat gesessen. Das ist unser erster Kill. Und wir werden von rechts beschossen vom Marder 2. Ja, man sieht aber auch, dass wir nicht sehr viel Schaden genommen haben. Obwohl er bei uns in die Seite, der hat da auf die Munitionsklappe an der Seite geschossen. Und unsere Base ist jetzt eingefallen. Ich werde da jetzt mal zurückfahren. Reaper Harbinger, du gehst bitte mal mit den anderen zum Cap. Hatte ich auch vor. Dann gehe ich nämlich jetzt zu resetten. Was solltet ihr da zu viert eigentlich hinbekommen? Ja, schaffen wir. Ah, die sind jetzt zu dritt im Cap. Ah, ich will mich ein bisschen beeilen. Ich versuche jetzt mal schnell zu cappen. Alleine irgendwie. Ja, das werden wir wahrscheinlich verlieren, weil man sieht, die sind zu dritt im gegnerischen Cap. Ja. Er schafft. Oh.
Ja, nee. Das haben wir verloren. Leider. Ich bin im Cap. Aber man muss auch mal mit Verlieren und Verlusten, da muss man einfach mal mit rechnen. Ja. Und man sieht auch, trotzdem, dass wir verloren haben, wir hätten mit Premium hätten wir mehr gemacht. Also wir hätten kein Minus gemacht. Auch ohne Premium hätten wir immer noch im Plus gelegen. Wir haben jetzt natürlich nicht so viel Schaden verursacht. Der Schaden liegt übrigens immer zwischen 100 und 200. Das variiert dazwischen hin und her. Genauso auch, dass wir für eine Niederlage 12.346 bekommen haben und 186 Erfahrungen. Liegt wieder mit dem Premium-Konto. Ich habe jetzt hier oben noch 5 Tage. Und ja, in der Teamauswertung sind wir jetzt natürlich so im Mittelfeld. Es gab natürlich welche, die mehr gemacht haben, weil das war jetzt eine besonders schlechte Runde. Und okay, damit, ja, verabschieden wir uns dann von euch, Internet und YouTube, mit unseren beiden Excelsiors. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ich dann den nächsten Premium-Panzer vorstelle. Bis dann. Ciao. Ja.